Hallo, liebe Gaming-Freunde, und willkommen zurück zum Casual Game Sunday, dem Format, in dem ich euch Gelegenheitsspiele und Indie-Perlen vorstelle. Heute mit einem super cozy Gelegenheitsspiel. Es ist auch Indie und Simulation und vor allem Strategie. Wir spielen heute Dorfromantik. Ich habe da schon viele, viele Stunden drin gespielt und komme manchmal gar nicht los davon. Das Spiel ist von Tucana Interactive. Aus Berlin. Und ja, es ist ein Aufbauspiel. Das kam im April 2022 raus und gibt es für PC und für die Switch. Für PC auf Steam ist es allerdings etwas günstiger. Das kostet momentan 12,99 Euro. Im eShop bei Nintendo zahlt man 2 Euro mehr. Und die Bewertungen sind grandios positiv. Dem stimme ich absolut zu. Und ich habe gerade gesehen, es gibt davon ein Brettspiel. Also das Spiel ist eigentlich Einzelspieler, ne? Singleplayer. Aber wenn ihr das Brettspiel habt, dann kann man das bis zu 6 Leuten spielen. Ich will dieses Brettspiel haben. Das kommt auf meine Weihnachtswunschliste. So. Okay. Guck mal, hier stellen sie sich selbst auch nochmal vor. Hier über uns. Dorfromantik wurde von 4 Game Design Studenten aus Berlin entwickelt. Zusammen haben wir Tucana Interactive gegründet und wollen in Zukunft viele weitere kleine, originelle und hochwertige Indie-Spiele entwickeln. Vielen Dank für dieses tolle Spiel. Und ja, den klassischen Modus mag ich am liebsten. Und hier gibt es aber auch noch ganz andere Modi. Der Kreativmodus, da kriegt man unendlich Nachschub an Karten. Was die Karten genau sind, das zeige ich euch gleich. Und dann gibt es noch einen schnellen Modus, schnelle Runden. Und je nachdem, ja, was man schon freigeschaltet hat und wie geschickt man sich auch anstellt, könnte eine Session Stunden dauern. So, es gibt auch einen schwierigeren Modus mit komplizierteren Quests und so. Und es gibt monatliche Modi quasi, wo die Regeln immer etwas anders sind. Und du kannst auch deinen ganz eigenen Modus machen, aber wir spielen erstmal das Tutorial, um überhaupt erstmal klarzukommen. So. Benutze deinen rechten Stick, um die Kamera zu bewegen. Ui, toll. So, rotiere die Kamera mit den Tasten hier. So, da. Ganz toll. Zoome mit den Tasten ein und aus. So. In Dorfromantik baust du Landschaften aus hexagonalen Kärtchen auf. Bewege deine Preview mit dem linken Stick und drücke A, um das oberste Kärtchen deines Stapels zu platzieren. So, und hier ist es wichtig, dass wir darauf achten, dass bei den Kanten auch das Gleiche dran ist, was auf der Karte ist. Hier, das hier würde zum Beispiel nicht so gut passen, aber das Kante an Kante ist gleich aufgebaut, das passt, das setzen wir ein. So, benutze ZL und ZR, um dein aktives Kärtchen von der Platzierung zu drehen. Alternativ kannst du auch die Links- und Rechtstasten verwenden. Okay, hier. So. Ja. So kannst du Gruppen aus Objekten formen, wie Wälder oder Dörfer. Lege Kärtchen aneinander, sodass ihre eingefärbten Kanten aneinander liegen. Forme so einen Wald, der 5 Kärtchen überspannt. Das machen wir. So, ich muss nochmal hier, ne? Guck mal. Das passt doch ganz gut. Und dann formen wir mal einen Wald. So, guck mal, hier passt der Wald gut dran. Zack. So, hier sind auch noch ein paar Häuserchen. Häusele will ich bauen. Ich mach mal so ein Mini-Dörfchen. So, hier haben wir auch noch so ein Teil mit dran. Das könnte hier gut hinpassen. Aber hier passt es auch ganz gut. Ich pack's erstmal hier hin. Und das packe ich hier hin. So, und so funktioniert dieses ganze Spielprinzip. Eigentlich ganz easy. Ich zoome mal ein bisschen raus, damit ich mehr Überblick habe.
Ja, aber das ist noch nicht das ganze Spiel. Da kommt gleich noch mehr. Wir bekommen nämlich auch noch Aufgaben dazu. So, das hier passt doch auch eigentlich ganz okay, ne? So, hier kommt ein größeres Waldstück. Das packe ich mal hier ran. Und hier. So. Der Zähler am unteren Ende des Stapels zeigt dir die Anzahl deiner verbliebenen Kärtchen. Sind sie aufgebraucht, endet die Partie. Platziere drei Kärtchen, um fortzufahren. Okay, das machen wir. Wir platzieren drei der Kärtchen. Das hier passt ganz gut dahin. Hier das mit Haus kann doch hier gut hin. Das passt aber mit einer Kante nicht so ganz überein. Man möchte das ja natürlich möglichst perfekt hier bauen, ne? Ich glaube, hier ist ganz gut. So, du gewinnst neue Kärtchen, indem du Quests erfüllst, die durch Sprechblasen dargestellt werden. Um diese Quest zu erfüllen, musst du die Gruppe um sechs zusätzliche Häuser erweitern, indem du sie an die farbigen Karten anlegst. Okay. So. Ja, jetzt sieht man hier schon, habe ich nicht ganz so intelligent gebaut. Ich meine, man kann die Karte auch woanders hinsetzen. Und dann erscheint da zwar ein X. Man kann die da hinsetzen, aber dann ist die Quest verloren. Deswegen ist es am sinnvollsten, die jetzt hier anzubauen. Und wir erweitern das Dorf. So. Hier ist eine weitere Quest. Um sie zu erfüllen, musst du exakt zwei Felder zur Gruppe hinzufügen. Also es dürfen nicht mehr sein. Das Symbol in der Ecke der Quest deutet auf eine Folgeaufgabe hin. Wunderbar. Es dürfen nicht mehr als zwei sein. Das ist ja fantastisch. Das würde hier gut hinpassen. So, das ist schon wieder zu viel. Dann gehe ich damit mal hier unten hin. Das ist auch schon wieder zu viel. Ach ja, manchmal muss man die richtigen Kärtchen erst finden und darauf warten. Es darf nur noch ein Feld sein. Hier mache ich mal so. Ja, dann gib mir doch auch mal Felder mit weniger. Lieber Stapel. Lass mal was Vernünftiges vom Stapel hier. Das passt ja auch wieder nicht. Ja, das setze ich jetzt einfach mal hier rein. Das ist auch wieder zu viel. Ja, wenn nicht die passenden Karten kommen, kann ich da ja auch nicht viel machen, ne? Und das macht halt die Strategie auch aus. So, ich könnte. Das Tutorial-Fenster stört noch ein bisschen, aber wir spielen gleich im richtigen Modus. Das ist auch zu viel. Viel zu viel. Hier, geht das? Ja, das geht. Schau mal. Dann erweitern wir noch das Dörfchen ganz gut. So. Die abgeschlossene Quest hat eine Fahne erzeugt. Sie bedeutet, dass die Gruppe geschlossen werden kann, um weitere Belohnungen zu erhalten. Die Feldergruppe ist geschlossen, wenn keine weiteren Felder mehr angelegt werden können. Drücke X, um alle verbliebenen offenen Kanten hervorzuheben. Oh, ich drücke mal X. Aha. Okay. Die Gruppe kann geschlossen werden. Das kriegen wir irgendwann irgendwie hin. Ganz bestimmt. Ich habe hier gerade keine so gute Karte, finde ich. Das passt nicht so. Ich mach's mal hier hin. Ja, und so ist halt dieses ganze Spiel. Da gibt es später noch Flüsse und Tiere. Das ist alles ganz schnuckelig. So. Wo gehe ich denn mit dir hin? Und wenn ihr mal genau auf die Kärtchen achtet, je nachdem, wo ich das Kärtchen hinsetze, gibt es auch verschiedene Biome. Hier sehen die Farben ganz anders aus.
Very beautiful. Very, very schick. Das mache ich mal hier hin. So. So. Ich weiß gerade nicht ganz, wohin damit. Ist vielleicht aufgefallen. So. Das setze ich hier hin. So langsam kommen mehr Häuser. Ja, hier weiß ich schon wieder nicht ganz, wohin damit. Und mir fällt gerade auch auf, wie schwierig es ist, eigentlich so ein Game mitzukommentieren und gleichzeitig nachzudenken, wo man das Kärtchen am besten hinsetzt. Ich setze jetzt einfach hier hin. Es passt nirgendwo perfekt hin, das passiert halt auch mal. So. Wir wollen das hier immer noch schließen, ne? Ja, dann machen wir das mal. So, dass da quasi nichts mehr rankommt. Vielleicht auch etwas sinnvoller. Aber naja, ich folge jetzt einfach erstmal dem Tutorial und wir schließen das Ganze hier. So, zu. Schienen und Flüsse haben Zusatzregeln bei der Platzierung. Ihre Enden können nicht an eine andere Landschaftstypen, in andere Landschaftstypen übergehen. Ungültige Plätze werden im Tutorial mit roten Kreuzen markiert. Genau, diese Schienen hier zum Beispiel. Da passen die nicht rein. Ist ja auch logisch, weil ist ja gar kein Abschluss an den Schienen. Ich setze sie mal hier hin. So, bei Flüssen das Gleiche. Den Fluss setze ich mal. Weiß ich nicht. Wohin? Hierhin einfach. So, und jetzt haben wir sogar eine Kombo aus Fluss und Schiene. Hier, den kann man auch nicht mehr drehen, weil die Schiene muss da ja weitergehen. So. Bei jeder Platzierung erhältst du Punkte, je nachdem, wie gut das Kärtchen an die Kanten seiner Nachbarn passt. Sammle 100 Punkte, um das Tutorial abzuschließen. Das machen wir mal eben. So. Punkte. Noch mehr Punkte. Aber hier möchte ich ein bisschen drehen. Ach, da ist noch ein bisschen Wald dran. Wo packe ich das denn dann hin? Ja, hier ist okay. Das ist dann natürlich besonders satisfying, wenn man dann für ein Kärtchen auf einer großen Map auch einfach den perfekten Platz findet, ne? Schon wieder mit Wasser hier. Hm. Kann ich einen Wasserring machen vielleicht? Hm. Ich probiere es mal so. Das passt doch fast perfekt dorthin. Aber auch nur fast. Hm. Ich mache es trotzdem dahin. Das kommt hier hin. So. Wenn alle sechs Kanten eines Kärtchens an seine Nachbarn passt, zählt dies als perfekte Platzierung, welche mit zusätzlichen Punkten und einem Bonuskärtchen belohnt wird. Ich glaube, wir bekommen gerade so ein Kärtchen. Ja, da ist es. Oh, das ist ja der Hammer. Rein damit. Perfekt. Da kriegen wir ganz viele Punkte und ganz viele Kärtchen und haben damit die Windmühle freigeschaltet. So, und das Tutorial abgeschlossen. Dann starten wir mal jetzt mit einem richtigen Spiel. Ich habe hier schon ein Spiel angefangen. Aber ich möchte ein ganz neues starten, bitte. Ich möchte zurück, bitte. Ja, meine Spiele, bitte. Neu. Das kann ich verwerfen, das ist okay. So. Dann starten wir mal mit einem Wald. Und Feldern.
wo ganz viele weitere Felder mit rankommen dürfen. So. Dann schon mal die Aufgabe gelöst. Und ihr merkt vielleicht, warum ich dieses Spiel liebe. Das ist einfach Seelenfrieden für mein Gehirn. Ich kann auch verstehen, wenn viele Leute das Spiel oder generell das Genre von Spiel gar nicht mögen. Man muss halt der Typ dafür sein. So, das passt ganz gut hierhin eigentlich. Aber irgendwie auch nicht, finde ich. Ich mach mal so. Dann hätten wir das. Da haben wir ja auch so abgefahrene Schienen. Die setze ich mal hier hin. So. Ich finde die Musik auch ganz toll hier in dem Spiel. So das Richtige, einfach wenn man nach einem langen Tag nach Hause kommt und entspannen möchte. Aber halt noch so ein bisschen das Gehirn auch kitzeln möchte. So, Zivilisation. Wir brauchen Zivilisation. Die kann ich hier hinsetzen, oder? Oder hier hin. Obwohl die Stelle war vielleicht... Oder? Die Stelle war vielleicht ein bisschen doof, doch. Hoppala. Da muss man manchmal halt gucken und aufpassen. Und manchmal denkt man sich auch, oh, wieso habe ich das da hingesetzt? Boah, 8 Runden. Das kommt hier hin. So. Hier fehlen noch ein paar Einwohner. Ta-ta-ta-ta. Ja, hier mit den Feldern müsste ich auch mal weitermachen. Ich setze es mal riskanterweise so hin. So, und ich hoffe, hier kommen gleich noch Kärtchen mit anderen Aufgaben und Tieren und so, die ich euch zeigen kann. Das fände ich jetzt ganz praktisch. So, wir können das hier eigentlich direkt hier anschließen. Weil das ganz gut passt. So. Man kann neue Aufgaben hier auch wunderbar an alte Aufgaben anschließen. Na, es ist... Wenn die Verteilung ein bisschen anders wäre, ne, wäre es perfekt. Aber so ist das manchmal. Aber dafür gab es hier gerade in der Mitte einen perfekt. Oh, guck mal, da ist ein Kirchturm. Schön. Ja, wo setze ich euch hin? Vielleicht auch ans Wasser hier? Ja. Ja, man will schon Lücken füllen, aber manchmal ist es schwierig. Da passt eins nicht so gut aufs andere. Da sind die Tiere, die Bären. Und wir müssen ganz viel Wald für die Bären schaffen. Kein Problem. Kein Problem. Ja, hier ist doof, dass Schienen in der Nähe sind, aber das macht dem Spiel nichts aus. Hier, das passt doch ganz gut. Zivilisation, komm her. Thank you.
Ich habe mal ein bisschen auf den Speed-Button gedrückt. Hier haben wir eine besondere Karte. Das können wir sowohl ans Wasser als auch an Schienen setzen und können damit solche Lücken ganz wunderbar füllen. Ja, und ich struggle gerade ein bisschen damit, die Dörfer und Wälder voll zu kriegen. Aber das wird noch. Das wird noch. Mal schauen. Hier oben sieht man ein Feld, das noch nicht ganz sichtbar ist. Da versuchen wir jetzt mal hinzukommen. Das schließe ich mal so ab. Auf und davon. Aber gleichzeitig die anderen Aufgaben beachten, ne? Hier habe ich mich so ein bisschen verkantet. Bei den Feldern, da komme ich nur hier weiter mit. Aber muss gleichzeitig darauf aufpassen, dass ich die Häuser nicht versperre. Tricky! Ich glaube, ich setze es mal hier hin. Man sieht schon mehr. Man sieht noch mehr. Da sind wir dran. So, eine Königsquest quasi. Oder Special Quest. Wir müssen hier ein großes Dorf herum bauen. Machen wir uns ran. Ich habe jetzt nur noch 5 Kärtchen. Die versuche ich jetzt irgendwie hier noch zu verwursten. Hoffe, dass ich damit irgendwie noch Quests schaffe, wie hier zum Beispiel. So. Und kriege noch ein paar Kärtchen dazu. Aber ich denke, meine Runde hier ist gleich vorbei. Das wäre dann eine recht kleine Runde gewesen. Und ich denke, damit ist auch ganz klar geworden mit diesem Video, was dieses Spiel hier ist. Und viel mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen. Außer, dass man wirklich, wirklich richtig süchtig werden kann davon. So. Noch einmal ein Perfekt. Wunderbar. Hoppala. Ich setze euch mal hier hin. Ich habe manchmal so Momente, da verliere ich die Geduld, setze alles wild durcheinander und dann ist die Runde schneller vorbei. Das passiert auch mal, aber erst, wenn ich viel, viel, viel zu lange gespielt habe. Weil ich mag es auch nicht, eine Map quasi zu pausieren für ein oder mehrere Tage
und dann daran weiterzuspielen, ich muss eine neue Map anfangen. Das geht gar nicht anders. Ich weiß doch gar nicht mehr, wo ich was hingesetzt habe. Und dann muss ich mich erst mal wieder auf der neuen Map auf der alten Map einfinden. Dann starte ich lieber gleich eine ganz neue. Ja, so funktioniert mein Gehirn. Das kann ich jetzt endlich versuchen, hier hinzusetzen, oder? Ah ne, das ist so eine begrenzte. Aber es passt. Aber das passt nicht mit den Häusern. Ach nein. Oh doch. Hä? Nee, das passt nicht sehr gut. Das passt gar nicht gut. Nix gut. Ich setze dich hier hin. Vielleicht kriege ich ja noch die große Quest hier fertig. Mit meinem paar Kärtchen. Dann, wenn ich mir so die nachfolgenden Karten so ansehe, sieht das nicht gut aus. Drei Kärtchen noch. Habe ich noch Wald zu vervollständigen? Ja. Das passt doch. Und so kriegt man immer mehr Kärtchen dazu. Ja. So muss das sein. Wo stecke ich dich denn hin? Hier hin. Habe ich auch noch Felder, die ich voll machen muss eigentlich. Oh, Schienenende. Das passt mir ganz gut eigentlich. Das setze ich mal hier hin. Wenn ich das hier hinsetze, brauche ich für das Feld links daneben die perfekte Karte irgendwann. Ich weiß nicht, ob das zielführend ist. Ich mache es trotzdem. No risk, no fun. So, zwei Kärtchen noch. Kritisch. Kritisch. Das könnte aber mit der Quest hinhauen hier, ne? Jawohl. Zack. Da haben wir was freigeschaltet. Erziele zwei perfekte Platzierungen auf einmal. Das habe ich wohl noch nie hingekriegt. War auch jetzt eher Zufall. So, das gab wieder fünf Kärtchen. Ja, und solche speziellen Felder schalten dann halt auch Dinge frei, ne? Solche Kronenquests nenne ich sie jetzt mal. So, aber ich denke, das Ende ist nah. Oh, hier ist noch Wasser. Aber ich möchte das hier mal nicht allzu lange hinauszögern. Aber seht ihr die kleinen Schwänchen da? Wie sie da schwimmen? Oh, toll. Ich liebe die Details hier auch. Auch wenn man meistens viel rausgezoomt spielt. Auch wenn man mal so reingeht. Ne, das kleine Schiffchen. Die kleinen Häuser. Der kleine Zug. Ich liebe es. So, wir haben hier noch ein Flüsschen. Wo wolltest du denn hin? So, ich setze ihn einfach mal hier hin, um die Runde zu beenden. So. Das können wir einfach speichern oder nochmal spielen. Ich werde mal einfach zurück hier in das Menü gehen. Und ja, das war's hiermit. Was steht hier noch? Ach ja, man kann seine Biome auch hier einsehen. Standard ist das, was man halt am Anfang kriegt. Da kommt Lavendel zu, Blütezeit, Fjord, Verwunschen, Mittwinter, Kirschblüte. Also, die Designs sind vielfältig. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und vielleicht seid ihr genauso Fanat wie ich in dieses Spiel. Vielen Dank an meine lieben Kanalmitglieder, vor allem Nico Green. Danke für deine fette Unterstützung. Und vielen Dank auch an Mike's und Neguya, White Tiger, Lukas und Natopia. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bye bye. Ciao, ciao.